Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Goten, Folge 3. Letzte Folge haben wir uns mit der Religion und der Christianisierung der Goten beschäftigt. Und dann haben die Hunnen, die Gotungen, den Chaos gemacht. Und heute beschäftigen wir uns dann wieder mit den Tervingen. Denn, wie in der ersten Folge erwähnt, die waren ins Römische Reich geflohen. Und jetzt schauen wir dabei zu, wie sie sich langsam zu den Westgoten entwickeln. Heute wartet aber eine große Katastrophe auf die Römer und wir bekommen Besuch von dem allseits beliebten König Alarich. Den haben wir in der Hundenserie schon kurz kennengelernt. Und die Folge schließt sogar mit einem guten Ende für die Goten. Oh, und ich habe übrigens jetzt Asterix bei den Goten nachgelesen und die Goten sahen schon sehr preußisch aus. Meinst du die Pickelhauben? Ja, aber nur Pickelhaube mit so einem Horn, so zur Verfremdung. Ja, da wurde ich von den Autoren sicherlich ein wenig stereotypisiert. Und auch wie militaristisch sie waren. Ist das nicht in der Frakturschrift gedruckt, in den Sprechblasen? Genau, um das Gotisch zu unterscheiden. Lang ist es her, ja. Okay. Also, wir hatten ja die erste Folge damit beendet, dass die Tervingen unter Alaviv und Fritigern jetzt ins Römische Reich Unterschlupf suchen durften. Und dabei wurden sie als Schutzsuchende angesehen. Dabei wurde ihr Christentum dann als Argument benutzt, um ihnen einen positiven Bescheid zu geben, weil sie immer das Geld machen können, dass Christen verfolgt werden. Sie sind Christen, also hat man ihnen erlaubt, dass sie ins Römische Reich dürfen. Kritiker dieser Entscheidung haben natürlich ihr Christentum nur für vorgetäuscht gehalten, während die Befürworter dieser Entscheidung gehofft haben, dass dann die Goten in Zukunft verstärkt als Soldaten herangezogen werden können. Und dann ist die Sache schrecklich schief gelaufen. Normalerweise war es nämlich üblich, dass solche Schutzsuchenden entwaffnet werden, aber das wurde anscheinend bei den Goten nicht so richtig umgesetzt. Und auch die Aufnahme einer so großen Gruppe wie die der Goten hat große Schwierigkeiten bereitet. Und die Bewältigung dieses Problems, also dieses logistischen Problems, und die Gelegenheit, sich jetzt selbst an den Schätzen der Goten zu bereichern, hat anscheinend die administrativen und moralischen Fähigkeiten der Römer überfordert. Die Gier. Ja. Und das Problem war, die Transportkapazitäten haben jetzt nicht ausgereicht, um jetzt diese große Gruppe der Goten über die Donau zu bringen. Das heißt, deshalb wurden auch Familien auseinandergerissen zum Beispiel, weil du nicht in einem Tross mitnehmen konntest. Es kam dann zu Versorgungsschwierigkeiten, also mit Nahrung einfach. Und die römischen Quellen berichten sehr viel von der Not der Goten. Also es war wirklich eine schreckliche Lage anscheinend. Gleichzeitig hat man Truppen zu den Goten beordert, um die ganze Sache zu überwachen. Dadurch aber wurden die Patrouillen an der Donaugrenze geschwächt, weil man ja Soldaten abgezogen hat. Das wiederum haben jetzt Gruppen von Goltungen ausgenutzt, also andere Goten, und diese sind dann ins Römische Reich eingedrungen. Diese Goltungen waren nämlich von den Hunnen geflohen. Wir erinnern uns, die meisten wurden unterworfen und ein paar sind abgehauen. Und diese Goltungen haben ihre Waffe natürlich auch nicht abgegeben. Sie sind da einfach so illegal sozusagen ins Römische Reich eingedrungen. Und einige dieser Gruppen haben sich dann mit den anderen gotischen Gruppen vereinigt und auch Kontakt mit Fritigern aufgenommen. Weil Fritigern war ja sozusagen ein abtrünniger Tervinger. Ja, also sozusagen. Er war im Prinzip ja der Gegenspieler von Athanarich, hat auch diesen Machtkampf verloren und war inzwischen auch Christ und denen ging es ja nicht so gut. Also, ja. Wo abtrünnig ist schwierig, weil er ist ja nicht abtrünnig geworden von den Goten, sondern er war ja gegen Athanarich. Also. Okay. Deswegen. Aber auf der anderen Seite. Und deswegen genau. Haben sich die Goten mit ihm verbündet. Nee, das haben sie aber nur gemacht, weil sie gerade vor Ort waren. Also, das hatte jetzt keinen Zusammenhang. Aber erstmal hat Fritigern auf den kaiserlichen Befehl gehört und ist nach Marcianopolis marschiert. Dann ist aber anscheinend in der Stadt ein Streit ausgebrochen, der ein bisschen eskaliert ist und die Römer haben dabei mehrere Führungsfiguren der Tervingen erschlagen.
Und auch Alaviv, der Anführer dieser Gruppe, wurde hier das letzte Mal erwähnt. Und auch der Name Terwingen fällt das letzte Mal in römischen Quellen. Und bei späteren Quellen sprechen wir nur noch von den Goten. Diese sind daraufhin natürlich geflohen und brennend und plündernd durchs römische Gebiet gezogen. Der erste Versuch der Römer, diese Goten jetzt niederzuschlagen, ist aber fehlgeschlagen, weil das kleine römische Heer, das geschickt wurde, überrannt wurde. Und das hat dann bewirkt, dass gotische Gruppenteile von den Römern, die nicht bezahlt wurden, also das Sold hat sich verspätet, und auch Unterschichtler und gotische Sklaven sich jetzt Fetikern angeschlossen haben. Denen ist es dann gelungen, einige Waffenfabriken zu erobern. Und die Überläufer zu den Goten haben natürlich auch wichtige Ortskenntnisse geliefert. Der Kaiser zog jetzt mehrere Truppenteile zusammen, um die Goten zu bekämpfen, hat aber wohl ihre Gefahr unterschätzt. Denn im Gotenkrieg in den 360ern waren die Goten ja im eigenen Gebiet immer geflohen vor direkten Auseinandersetzungen. Das heißt, man hat jetzt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt auf römischem Gebiet plötzlich besser kämpfen werden. Die Goten haben jetzt aber ebenfalls ihre Truppen zusammengezogen. Die römischen Truppenteile wurden ebenfalls vereinigt. Und die Römer haben am Anfang zuerst eine Aushungerungsstrategie verfolgt. Das heißt, sie haben versucht, die Goten einzukesseln und von Versorgungen abzuschneiden, damit sie einfach irgendwann aufgeben müssen, weil sie verhungern. Jedoch mussten sie sich zurückziehen, also die Römer, nachdem es Friedrichern gelungen ist, einige greutungisch-alanische und hunnische Truppen zu überreden, sich ihm anzuschließen. Und weil plötzlich die Unterstützung kam, mussten die Römer sie zurückziehen und daraufhin haben die Goten Thrakien geplündert. Die Römer haben als Reaktion darauf natürlich noch mehr Truppen zusammengezogen, sodass Kaiser Valens jetzt ungefähr 30.000 bis 40.000 Mann angesammelt hatte und auch die Hauptstadt verlassen hat. Die Hauptstadt hat er aber eigentlich nicht wegen den Goten verlassen, sondern weil es einen Aufstand gab, nämlich von Katholiken, weil Valens selbst Homer war. Und das hat dann eigentlich ein schlechtes Omen bedeutet, weil er kam jetzt nicht einfach aufs Feld und sagt, oh, ich bin der Kaiser und jetzt kümmere ich mich darum, sondern er ist selbst einfach geflohen, was natürlich kein gutes Zeichen ist. Aber noch bevor weitere Truppenteile aus dem Westen angekommen sind, hat Valens angefangen, die Goten anzugreifen. Ursprünglich sollte er warten, weil der Westkaiser Gratian gesagt hat, ich schicke dir die Truppen und dann greif sie an. Aber er war ungeduldig und hat die Goten trotzdem angegriffen. Vor dieser Schlacht hat Fritigern zum Kaiser einen Priester geschickt, einen römischen Priester, und der hatte gefordert, dass die Goten Thrakien zugewiesen bekommen sollen und er wollte auch einen Föderatenvertrag haben, einen ordentlichen. Wahrscheinlich wollte er einfach die Bedingungen des Vertrages von 376 verbessern, als die Goten das erste Mal ins Reich gekommen waren. Denn bei den damaligen Bedingungen wäre es ja eigentlich der Plan gewesen, dass die Goten entwaffnet werden und dann auch verstreut als Bauern angesiedelt werden. Damit hätten aber die Goten natürlich ihre Unabhängigkeit verloren und wären damit eigentlich nur Bauern und Rekrutierungsmaterial für die Römer geworden. Und dann kam es zur Schlacht von Adrianopel. Also die Stadt Adrianopel liegt relativ nahe an Konstantinopel und heißt heute Edirne. Es liegt in der Türkei, auf dem europäischen Teil des Landes. Und bei dieser Schlacht wurden 2/3 des römischen Heeres vernichtet, darunter 35 Generäle und der Kaiser Valens selbst. Also ziemlich vernichtend. Absolut, ja. Weiß man, warum die Niederlage so vernichtend war? Was ist schiefgelaufen? Also ein Faktor scheint gewesen zu sein, dass man die Goten einfach unterschätzt hat und dass er auch zu früh losgeschlagen hat einfach. Und der andere Faktor waren die militärische Bedingungen, wie die Schlacht abgelaufen ist. Den Goten war während der Schlacht ein Überraschungsangriff gelungen. Hier ist am Hinterhalt haben sich halt greutungisch-alanische Reiter auf die rechte Flanke der Römer gestürzt und haben es auf die Art und Weise geschafft, die Kavallerie der Römer in die Flucht zu schlagen und auf die Art und Weise dann die Fußtruppen der Römer einzukesseln, sodass sie auf diese Art und Weise dann die vielen Generäle und den Kaiser selbst töten konnten.
Schachmatt. Genau, und es gab dann eine Diskussion, eine Forschungsdiskussion eine Zeit lang, dass man dachte, ah, hier sieht man die besondere Rolle der Reiterei, das ist ja dann das Rittertum, das ja die nächsten 1000 Jahre lang aktiv wird und es hat ein bisschen übertrieben, also es stimmt nicht, aber es gab mal diese Diskussion. Ja. Vielleicht sollte man nochmal betonen, dass die Römer sich selbst die Schuld an ihren Kalamitäten hier tragen, weil hätten sie sich als bessere Gastgeber verhalten, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Ja, wir werden auch in einer weiteren Folge noch viele weitere Beispiele sehen, wie die Römer sich selbst Probleme eingebrockt haben. entweder hätte man doch sagen sollen, die Guten dürfen nicht ins Reich, oder man lässt sie ins Reich, aber dann behandelt man sie auch anständig. Genau, ja. Aber so vernichtend diese Niederlage eigentlich war, konnten die Goten ihren Sieg nicht nutzen. Denn sie haben es nicht geschafft, Adrianopel zu erobern. Das war ja ein grundsätzliches Problem, Städte zu erobern. Und deshalb konnten die Goten nur plündern durchs Land ziehen. Und was auch interessant ist, wenn man sich historische Quellen anschaut, dass es zumindest bei den ganz nahen Zeitgenossen noch nicht so vernichtend gewirkt hat. Klar, es war natürlich schrecklich, dass der Kaiser gestorben ist, aber bei einem Geschichtsschreiber stellte diese Schlacht zum Beispiel dar, wie die Schlacht von Cannae gegen Hannibal damals, die ja auch absolut vernichtend war für die Römer, aber andererseits war die ganze Idee, die Schlacht so zu schildern, dass man den Tiefpunkt zeigt und danach wird es ja besser. Die Römer hatten ja auch damals gegen Hannibal dann gewonnen. Das heißt, man war durchaus optimistisch, dass man das Problem löst oder dass es halt nicht der Anfang vom Ende ist, aus dem man es später teilweise interpretiert hat, was aber nicht passt. Aber es gab spätere Zeitgenossen, die natürlich auch wussten, dass der Westen immer mehr niedergegangen ist, die das als den Anfang vom Ende gesehen haben, was aber de facto nicht war. Und gleichzeitig ist es Friedrichern auch nicht gelungen, alle Goten zusammenzuhalten, denn Teile seiner Truppen haben sich wieder abgespalten und zu dieser Zeit begann dann auch die stärkere Verreiterung der Goten und aus ihnen wurden langsam die Westgoten. Verreiterung heißt hier, dass die Reiterei eine immer größere Rolle gespielt hat, dass sowohl die Lebensform hat sich geändert der Goten, weil sie viel stärker einfach immer unterwegs waren, das macht ja auch was mit denen, die waren ja vorher durchaus angesiedelt, so in der Schwarzmeerküste, während sie jetzt ganz unterwegs sind. Und auch militärisch sieht man, dass die Reiterei eine immer größere Rolle spielt. Und der Hauptgrund, nochmal um das zu wiederholen, der Hauptgrund für diese Wandlung war der Druck durch die Hunnen. Ja, stimmt, ja. Das war der Hauptgrund, dass sie flüchten müssten. Wobei, bei Friedigern hat auch eine Rolle gespielt, dass viele Goten auch vertrieben wurden, weil sie Christen waren. Aber es ist ja praktisch von außen Druck. Also zum einen durch die Hunnen gab es viel Druck und durch die Christenverfolgung gab es Druck und dadurch gab es halt Goten, die ins Römische Reich geflohen sind. Okay. Kaiser Gratian, der hatte ich ja vor kurz erwähnt, das war der Sohn des vorherigen Westkaisers Valentinian, hat sich jetzt Theodosius zum Balkan geholt und ihn zu seinem General gemacht. Wenig später wurde Theodosius dann auch sein Mitkaiser. Theodosius war dann auf dem Balkan militärisch sehr erfolgreich und baut jetzt das Heer neu auf, nach dieser grässlichen Niederlage. Es kam zur Rekrutierung von Bauern, Bergleuten, afrikanischen Föderaten und auch zur Anwerbung von Goten. Und hier sieht man eben auch wieder, dass die Goten keine geschlossene Gruppe waren, sondern dass man einfach Goten anwerben konnte, um gegen andere Goten zu kämpfen. Und unter diesen Goten war auch Modares. Der war von hoher Abkunft und möglicherweise ein Verwandter von Athanarich. Und wir erinnern uns, Athanarich und Friedigern waren ja Feinde. Es gelang dann in kurzer Zeit, die Goten unter Friedigern schnell wieder auf das Gebiet nahe der Donau zu beschränken. Nur die kreutungisch-alanischen und hunnischen Reiter machten den Römern noch zu schaffen. Deshalb hat sich dann Gratian entschlossen, diese Gruppen in Pannonien 2, also Pannonia Secunda, als Föderaten anzusiedeln, weil er das Problem militärisch nicht vernünftig lösen konnte. Also hat er gesagt, okay, ich mache mit euch einen Vertrag und dort dürft ihr siedeln. Zwischen Friedigern und den Römern hat sich jedoch eine Pattsituation ergeben und
Fredigern hat jetzt angefangen, gegen Athanarich zu intrigieren. Damals hat er noch gelebt. Denn Athanarich hatte sich nach seiner Niederlage gegen die Hunnen zurückgezogen und hat womöglich jetzt Kaiser Theodosius seine eigenen Dienste gegen Fritigern angeboten. Aber aufgrund der Intrige von Fritigern musste Athanarich fliehen, konnte aber in Konstantinopel unterkommen, wo er dann wenig später gestorben ist. Das hat die ja schon erwähnt. Dann im Jahr 382 kam es zum Föderatenvertrag zwischen Goten und Römer. Fritigern wird dabei nicht mehr erwähnt und wir wissen noch nicht, ob er da noch gelebt hat. Aber dieser Vertrag, so wie der vorherige Vertrag, den ich erwähnt hatte mit den Gotungen, war von epochaler Bedeutung. Denn die Vertragsbedingungen waren folgende. Erstens, die Goten wurden jetzt Reichsangehörige, blieben aber Gentiles, das heißt, es war auch keine Heirat mit anderen Römern möglich. Sie erhielten jetzt die Moesia Secunda und Dacia Ripensis als steuerfreies Siedlungsland. Wie immer werden wir eine Karte hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Das Land, das den Goten gegeben wurde, galt als Reichsgebiet. Die Goten selbst blieben aber trotzdem autonom. Und natürlich mussten jetzt die Goten Waffenhilfe leisten. Wobei die Stammesführer der Goten nur ein subalternes Kommando bekommen haben. Das heißt, der Oberbefehl blieb bei den Römern und sie hatten Untergeneräle und das durften dann Goten sein. Gleichzeitig sollten dann die Goten durch das ihnen zugewiesene Land versorgt werden, wobei aber unklar ist, ob sie es selbst bebauen mussten oder ob das Römer geleistet haben. Und natürlich schließlich haben die Goten auch Jahresgelder als Sold bekommen, wobei es nicht klar ist, wie hoch diese Jahresgelder waren. Der größte Unterschied zu den vorherigen Ansiedlungsplänen war, dass jetzt die Goten als geschlossene Gruppe angesiedelt wurden und autonom geblieben sind. Die Hoffnung des Ganzen war wahrscheinlich, dass auf diese Art und Weise die militärische Macht der Goten angeeignet werden sollte durch die Römer, um dann auf diese Art und Weise auch die Grenzen besser schützen zu können, weil ja die Hunnen unterwegs waren. Und dieser Vertrag ist auf römischer Seite von Theodosius ausgehandelt worden? Genau. Der war ja der neue Kaiser und hat deswegen auch eine sehr große Autorität dargestellt, auch für spätere Goten dann. Und gotische Kontingente wurden auch als Hilfstruppen in die Orientarmee eingegliedert, zusammen mit Alanen und Hunnen übrigens. Und auch eine kleine gotische Kolonie in Konstantinopel ist entstanden. Und dann kam es, wozu es oft gekommen ist, zu einer Usurpation. Naja, wurde ja auch mal wieder Zeit. Genau. Ein gewisser Maximus hatte sich im Westen zum Kaiser ausgerufen und den Westkaiser Gratian, also den Sohn Valentinians, umgebracht. Theodosius zog ihm jetzt in einem bunt gemischten Heer entgegen und besiegte ihn, wobei Maximus natürlich hingerichtet wurde. Sein Heer jedoch hat eine Amnestie bekommen. Doch diese kleine Usurpation, die schnell niedergeworfen wurde, hatte ein großes Nachspiel. Denn es war rausgekommen, dass Maximus einige der gotischen Truppen bestochen hatte, weshalb dann diese Truppenteile desertiert sind und sich jetzt in den makedonischen Sümpfen verschanzt haben. Diese Gruppe zog dann 382 nach Süden und Führer dieser Gruppe war Alarich. Damit brachen auch diese Goten das erste Mal den geschlossenen Föderatenvertrag. Bei der ersten Schlacht gegen ihn verlor der General des Kaisers Theodosius, woraufhin dann ein gewisser Promotus gegen Alarich losgeschickt wurde, der jedoch ebenfalls gegen Alarich verlor. Und sein Nachfolger wurde wiederum Stilicho. Oh, und so treffen wir auf ein weiteres bekanntes Gesicht. Genau. Ist ja fast eine Seifenoper. Total. Stilicho gelang es dann im Jahr 391 Alarich einzuschließen, doch musste er ihn auf Befehl des Kaisers Theodosius wieder freilassen, nachdem ein neuer Föderatenvertrag geschlossen wurde. Warum war Theodosius so nachgiebig? Hat er ziemlich viel wegen Alarich verloren. Die Römer konnten es sich einfach nicht mehr leisten,
große Barbarenheere zu vernichten oder auch römische Usurpatorenheere, weil sie die Kampfkraft gebraucht haben. Denn es ist nicht so einfach, Leute zu rekrutieren, erst recht nicht Leute mit Kampferfahrung. Deswegen kannst du, wenn es Soldaten gibt, sie nicht einfach umbringen, weil du sie ja später brauchst. Und natürlich, wenn du auch solche Heere vernichten willst, riskierst du ja auch, dass du eigene Soldaten verlierst. Weswegen man dann sehr kulant war mit solchen Truppen. Und deswegen hat auch die Usurpatorenarmee vorher auch eine Amnestie bekommen. Mhm. Aber losgetreten wurde eben diese ganze Geschichte mit Alarich eigentlich durch die Usurpation des Maximus. Das heißt, durch diese innerrömischen Machtkämpfe. Und das ist ein Motiv, das uns eine ganze Weile begleiten wird. Und das war dann auch der Beginn des ewigen Hin und Her zwischen Alarich und Stilicho. Vielleicht ein wenig kindisch, ein kindischer Kommentar, aber besonders eindrucksvoll war ja dieser Maximus trotz seines Namens ja nicht, oder? Ja, das stimmt. Und rate mal, um wen sich jetzt Theodosius als nächstes kümmern musste. Um niemanden, sage ich jetzt mal, oder? Das Reich war jetzt befriedet und alle sind glücklich. Falsch. Ein neuer Usurpator ist erschienen. Und dieser hieß Eugenius. Also hat Theodosius ein neues Heer losgeschickt, das wohl größtenteils aus Föderaten bestand, inklusive Goten, hat aber den Oberbefehl nicht Alarich gegeben, sondern einem anderen Goten namens Gainas. Daraufhin war Alarich verstimmt und fühlte sich zurückgesetzt. Nachdem er einen Aufstand angezettelt hat. Ja, und zu dem Zeitpunkt war er auch erst um die 20, hat jetzt auch nicht so überwältigend viel Erfahrung, wobei ich mir schon denke, 20 Jahre und schon Feldherr. Im Moment, wer jetzt, Gainas oder Alarich? Alarich. Also er war 20, hat schon einige, hat sich da verschanzt mit den aufständischen Truppen und einige Angriffe überlebt. Also 20 Jahre und schon Feldherr. Jetzt fühle ich mich so alt. Naja, 30 ist doch das neue 20. Oh Gott, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich schon mal bei der, so irgendeine Fußball-WM. Denke ich so um die Nationalmannschaft und die waren auch alle erst Anfang 20 und dachte mir, oje. Ja, der Zug ist abgefahren. Aber ja. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Militärkarriere zurzeit läuft. Okay, aber zurück zu den Goten. Die Vorhut des Theodosius bestand aus Goten und diese mussten jedoch schwere Verluste hinnehmen, wodurch dann aber auch Gerüchte aufgekommen ist, dass der Kaiser das absichtlich gemacht hat. Also dass er jetzt absichtlich die Goten an vorderste Front geschickt hat. Dafür gab es jetzt keine Beweise und wir wissen auch nicht, ob das gestimmt hat. Wahrscheinlich nicht einmal, aber das hat die Stimmung natürlich noch weiter verschlechtert bei den Goten. Aber trotzdem wurde dann im Jahr 394 Eugenius besiegt und der Föderatenvertrag hielt fürs Erste. Aber im Jahr 395, also nur ein Jahr später, ist Theodosius gestorben und Stilicho, sein Feldherr, hat daraufhin die Goten verabschiedet. Denn der Vertrag war ja mit dem Tod des Kaisers nichtig und die Goten also abgezogen. Das Problem war, dass ihre Versorgung aber nicht ausgereicht hat. Also als sie abgezogen sind, hatten sie Probleme mit Lebensmitteln und deshalb ist es dann zu Plünderungen gekommen in Dalmatien, Pannonien und Mösien. Daraufhin hat Stilicho natürlich ein Heer mobilisiert gegen die Goten, weil sie ja geplündert haben. Und man sieht, dass auch beide Seiten hier sehr schnell reagiert haben, denn anscheinend waren beide Seiten auf das Ende der gotisch-römischen Liebesbeziehungen vorbereitet. Jetzt, wo du Liebesbeziehungen ansprichst, das kommt mir schon so vor, oder? Also jede Seite verrät die andere, ist gekränkt und eifersüchtig irgendwie. Stimmt. Ja, und andere Kommentare sind eine bescheidene Meinung. Vielleicht hätte man mal damals sich schon langsam dran machen können, dieses Konzept, dass Verträge erlöschen, wenn eine der abschließenden Parteien verstirbt, zu überarbeiten, oder? Weil jedes Mal, wenn dann eine Partei stirbt, eine Person, die den Vertrag abgeschlossen hat, kommt es wieder irgendwie zu Chaos und Aufständen. Ja, das ist schon schwierig. Aber das Problem ist, dass es ja nicht irgendwie rechtlich kodifiziert war, dass Verträge so funktionieren, sondern es war einfach die Tradition. Und es ist unglaublich schwer, so eine Tradition zu ändern. Das heißt,
hätte jetzt der nächste Kaiser gesagt, ja, der Vertrag gilt ja weiterhin, hätte ja trotzdem der Gegenpart sagen können, nee, so läuft es ja gar nicht. Das heißt, es ist schwierig, solche Traditionen zu ändern, und erst im Mittelalter sehen wir dann eine stärkere Abstraktion. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welcher König das war. Da gab es auch den Fall, da hat irgendein König eine Urkunde ausgestellt, und da hat sich und dann ist er gestorben, und dann ist halt die Gegenpartei gekommen und gesagt, ah, dieses Dokument zählt ja nicht mehr. Und dann hat dann der Nachfolgekönig gesagt, doch, denn das Königtum hat dieses Dokument unterschrieben, und damit, weil das Königtum niemals erloschen ist, zählt es noch. Erst im Mittelalter hat man angefangen, stärker sozusagen staatsrechtlich zu abstrahieren und das Amt stark zu machen und weniger die Person. Aber ja, das hat, aber da brauchst du natürlich auch erstmal die Macht, um dieses neue Verständnis durchzusetzen. Und das heißt, es hat ein bisschen gedauert. Die Goten sind jetzt zurückgekehrt an die untere Donau, wo sie aber jetzt von den Hunnen bedroht wurden. Das heißt, erst wurden die Goten im Kampf mit dem Usurpator Eugenius aufgerieben. Dabei sind dann ihre eigenen Heimatlande an der unteren Donau schutzlos den Hunnen ausgeliefert gewesen, weil ja die Krieger unterwegs waren. Und jetzt kommen sie zurück, aber es sind immer noch die Hunnen da. Das heißt, die Lage für den Goten war jetzt eher ungünstig, weshalb sie sich wieder unter Führung Alarichs aufgemacht haben, eine neue Heimat zu suchen. Er zog also nach Konstantinopel und nahm sein Heer mit, um seinem Standpunkt Nachdruck zu verleihen, und zog jetzt plündernd durch den Balkan, oder um deinen Kommentar zu zitieren, er nutzte eine aggressive Marketingstrategie. Ich möchte behaupten, dass ich niemals einen derartigen Kommentar gemacht habe. Wir können es ja nachhören. Ich bleibe bei meiner Behauptung. Aber es ist auch interessant, jetzt im Detail sich die Sachen anzusehen, die wir bei der Hundenserie immer nur gestreift haben. Jetzt traf sich der Prätorianerpräfekt Rufinus mit Alarich. Rufinus war ja der große Gegenspieler von Stilicho, den ich auch ganz kurz in der Hundenserie mal erwähnt hatte. Und womöglich hat dieser Rufinus jetzt Alarich ein hohes Militäramt angeboten und ihn nach Ostillyrien geschickt. Damit hätten die Goten ein neues Land bekommen, was sie sich ja gewünscht haben. Gleichzeitig wäre die Bedrohung von Konstantinopel entfernt worden, weil die ja abziehen. Und der Osten konnte jetzt auch seinen eigenen Anspruch auf Illyrien unterstreichen. Also ein voller Erfolg für Rufinus. Stilicho ist daraufhin mit seinem Heer nach Osten marschiert, woraufhin das Heer des Alarich sich verschanzen musste. Und Arcadius, das war der Nachfolger des Theodosius im Osten, also sein Sohn, hat jetzt Stilicho befohlen, wieder abzuziehen. Stilicho hat sich dann tatsächlich gefügt und überließ auch einen Teil seines Heeres dann dem Osten, das er dem Osten auch zurückgeben musste. Denn es ging dabei um einen Teil der Orientarmee, der damals von Theodosius benutzt wurde, um gegen Eugenius zu kämpfen. Und das sollte er Stilicho wieder zurückgeben, was er dann auch gemacht hat. Dabei wurde es dem Comes Gaenas überlassen, das Heer nach Osten zu führen. Den hatte ich ja vorher ganz kurz erwähnt. Und dieses Heer wurde dann feierlich in der Kaiserstadt empfangen. Als dann plötzlich einige Soldaten über Rufinus hergefallen sind, der neben dem Kaiser stand, und ihn in Stücke gehackt haben. Um Gottes Willen, warum denn das? War das ein Komplott? Wahrscheinlich, also es klingt sehr nach Komplott, weil normalerweise machen Soldaten ja sowas nicht. Und es gibt die Theorie, dass möglicherweise Stilicho dahinter stand, wo er natürlich keine festen Beweise hatte, aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja, aber wie soll man sich das denn vorstellen? Das war irgendwie ein feierlicher Einzug und dann wird da einfach jemand in Stücke gehackt. Und was haben dann die Umstehenden gemacht? Der Kaiser? Also der wurde in Ruhe gelassen. Also Ja, aber stell mir vor, du bist dann, da wird jemand in Stücke gehackt. Das geht ja nicht so ohne weiteres, oder? ja, ich stelle es mir auch ziemlich erschreckend vor, aber ich habe jetzt keine Details gelesen, wie die Leute reagiert haben. Ich weiß nur, dass Rufinus halt dann umgebracht wurde Ja. und ja. Okay. Sehr plastisch. Und der Föderatenvertrag wurde ja zwischen Alarich und Rufinus geschlossen und ist daraufhin
erloschen. Das heißt, das heißt, von einem Moment auf den anderen wurde Alarich plötzlich wieder ein Rebell. Gar nicht mal das beabsichtigt, sondern, oh, ja, mein Partner ist gestorben. Auf diese Art und Weise. Und nachdem er aber natürlich ein Rebell geworden ist, hat sich entsprechend verhalten und ist dann plündernd durch Griechenland marschiert. Stilicho ist also wieder in den Osten gekommen, um Alarich zu stellen und schien dann sogar den entscheidenden Schlag gegen ihn führen zu können. Aber dann haben sie eine Abmachung geschlossen mit unbekanntem Inhalt und Stilicho ist wieder abgezogen. Wir schreiben übrigens das Jahr 397, also die Zeit vergeht ein bisschen, und der Osten hat daraufhin Stilicho zum Reichsfeind erklärt. Ja, dieser Stilicho ist ein unglaublich intriganter Kerl, oder? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, die Details habe ich damals in der Hunserin ein bisschen anders erzählt, aber weil ich dann nur so grob drüber gegangen bin. Aber daher jetzt mehr Details sehen wir, okay, die Sache ein bisschen komplizierter. Und Alarich ist jetzt wieder plündernd in der Gegend rumgezogen, weil sein Feind ist ja wieder abgezogen und hat auf diese Art und Weise Konstantinopel jetzt gezwungen, seine eigene Stellung anzuerkennen. Das heißt, man machte ihn jetzt zum römischen Militär. Wahrscheinlich zum Heermeister für das Illyricum. Er sollte also in die römische Hierarchie eingebunden werden und gleichzeitig jetzt nochmal Illyrien als Siedlungsland bekommen. Irgendwann zwischen den Jahren 391 und 95 scheint Alarich dann zum König der Goten erhoben worden zu sein. Wobei es ein ziemlich umstritten ist, wie das passiert ist und ob das passiert ist. Also wir wissen es nicht sicher, aber wahrscheinlich wurde er also eine Art Heerkönig. Und bei den Tervingen war es ja vorher so, dass sie kein gefestigtes Königtum hatten, sondern sie hatten nur diese Ricks, die ja eher so Fürsten waren, oder halt Richter, wie Athanarich damals. Aber das war ja erst nur auf Zeit gewählt. Und Alarich scheint jetzt aber tatsächlich eine Art Königswürde bekommen zu haben, wenn auch unklar und umstritten ist, wie genau das passiert ist. Und möglicherweise hing das auch mit seinem Heermeisteramt in Verbindung. Aber mit der Schaffung eines Königtums festigte sich jetzt auch eine westgotische Identität. Im Gegensatz zu diesem gotischen Konglomerat mehrerer Fürsten, wie wir es vorher hatten. Also um zusammenzufassen, Alarich war extrem erfolgreich. Genau. Also noch vor einigen Jahrzehnten gab es noch die Gefahr, dass die Goten als Bauern über das Römische Reich verteilt werden und damit wahrscheinlich ihre Identität langfristig verlieren. Gibt es jetzt einen westgotischen König und ein westgotisches Volk? Genau, genau. Aber um die Jahrhundertwende herum hat sich eine Änderung in der römischen Politik abgezeichnet. Aufgrund einiger Ereignisse in Konstantinopel hat man sich verstärkt von den Goten jetzt abgewandt. Und das hing wahrscheinlich mit einigen Aktivitäten von dem zuvor genannten Gainas und einem gewissen Triebige zusammen. Wobei ich für die genauen Details eine eigene Miniserie geplant habe, die dann als Bonus für unsere Unterstützung zur Verfügung stehen wird. Ja, die Miniserie heißt dann auch Goten in Konstantinopel. Und darum geht es dann um Gainas und Triebigild und ihre Umtriebe dort. Die Römer haben jetzt also angefangen, verstärkt die hunnische Karte gegen die Goten einzusetzen. Und so wurde zum Beispiel Gainas dann letztendlich vom Hunnenherrscher Uldin umgebracht. Das hatte ich ja ebenfalls kurz erwähnt in der Hunnenserie. Und es wurden jetzt vermehrt hunnische Hilfstruppen eingesetzt, anstatt gotischer. Alarich löste sich also von Ostrom und marschierte dann nach Illyrien und ging dann nach Oberitalien weiter. Dort ist es ihm gelungen, mehrere italienische Städte zu erobern und auch Mailand zu bedrohen, wo damals noch der Kaiser saß. Letztendlich konnte aber Stilicho in mehreren Zusammenstößen Alarich besiegen, wieder mal, besiegt ihn aber nicht endgültig. Auch das kennen wir ja. Aber trotzdem ist es Stilicho gelungen, Alarich mit politischem Druck zum Abzug zu bewegen. Alarich ist jedoch bei Verona stehen geblieben, und wollte nicht weiter marschieren, wurde dann aber daraufhin von Stilicho erneut besiegt. Dann ist er nach Ostillyrien geflohen, was er dann auch ordentlich verwüstet hatte, was aber zu diesem Zeitpunkt zu Ostrom gehört hat, weswegen sich Stilicho nicht weiter drum gestört hat. Ja, dieser Stilicho, das war kein Idealist. Nein.
Dann in den Jahren 403, 404 hat Stilicho, der zum starken Mann des Westens geworden war, jedoch den Kaiser Honorius, den Westkaiser, zum Bruch mit Ostrom bewegt, woraufhin dann Alarich wieder unter Vertrag genommen wurde, aber diesmal vom Westen. Er wurde dann zum Magister Militum per Illyricum gemacht, also zum illyrischen Herrmeister, also auch vom selben Gebiet, das von Ostrom beansprucht wurde. Und damit wollte der Westen einfach seine Einflusssphäre vergrößern. Genau, denn es ging halt um dieses umstrittene Gebiet, das gerade für Rekrutierungen sehr attraktiv war und beide Hälften wollten es halt haben. Mhm. Und beide Hälften haben halt Alarich engagiert. Stilicho wollte jetzt wahrscheinlich den Osten angreifen, musste jedoch seine Pläne verschieben, weil jetzt der Gote Radagaist vor der Tür stand. Also ein anderer Gote jetzt, der ebenfalls die Römer angreift. Als der dann besiegt war, machte sich Stilicho im Jahr 407 daran, gegen den Osten zu schlagen, und Alarich setzte ja schon in Bewegung, aber dann, ich hatte ja das Jahr 407 erwähnt, und was war da gleich wieder passiert? Eine Usurpation, vermute ich mal. Ja, richtig, also das auch, ein gewisser Konstantin hat sich in Britannien von seinen Truppen zum Kaiser ausrufen lassen, aber ich wollte noch auf eine andere Sache anspielen. Weihnachten 406, 407, die letzte Serie, die waren da und haben den Rhein überquert. Ach so, natürlich. Und also zusammen mit den Sueben und den Alanen damals. Und jetzt musste Stilicho also wieder dran machen, die Beziehungen mit dem Osten einigermaßen zu kitten, um die eigenen Probleme zu lösen, die sich im Westen ergeben hatten. Und das hieß aber auch, dass man die Truppen von Alarich nicht mehr gebraucht hat und hat deswegen den Vertrag mit ihm wieder gebrochen. Daraufhin ist dann Alarich ins Gebiet des heutigen Slowenien und Kärnten vorgestoßen und hat eine Entschädigung von 4000 Pfund Gold verlangt. Was man tatsächlich nachvollziehen kann, weil also eine Aufwandsentschädigung praktisch. Mhm. Und von diesem Gold hätten wahrscheinlich die circa 100.000 Mann, die Alarich befehligt hat, gut ein Jahr leben können. Also, und diese Summe entsprach auch ungefähr dem Jahreseinkommen eines Senators der obersten römischen Vermögensklasse. Wenn man das jetzt im Blick hat, wirken eigentlich die Forderungen Alarichs oder auch die Tributforderungen der Hunnen viel weniger gierig, oder? Ja, das war mir nicht klar, dass die Senatoren so reich waren. Mir auch nicht, bevor ich das gelesen hatte. Das ist echt heftig. Ich denke, wenn man 4000 Pfund Gold, und ich sage jetzt einfach mal, Pfund ist ein halbes Kilogramm, auf 100.000 Mann festhält, dann sind es ja auch nur 20 Gramm Gold pro Mann. Ja, stimmt. Was ist das eigentlich in heutigem Wert? Das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß nicht, eine Unze Gold ist sowas wie 1000, 2000 Euro. Das reicht eigentlich nicht für ein Jahr, aber vielleicht waren die Guten bescheidener. Ja, ich, wahrscheinlich ist es schwierig, da Verschlüsse zu ziehen und zu vergleichen, aber, aber es scheint jedenfalls genug gewesen zu sein für die Goten. Und Alarich wurde daraufhin wieder unter Vertrag genommen. Er sollte wahrscheinlich dann in Gallien gegen Usurpator Konstantin eingesetzt werden. Sag ich doch. Dazu ist es jedoch nicht gekommen, weil vorher Stilicho jetzt gestürzt und hingerichtet wurde. Ich glaube, bei der Vandalenserie von einem Mordkomplott gesprochen, aber es läuft ja auch selber hinaus. Du stürzt jemanden durch einen Komplott und dann richtest du ihn hin. Und dann ist es zu Ausschreitungen in Italien gegen Barbaren gekommen. Also unter anderem auch Goten, aber wahrscheinlich noch andere Gruppen. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass 30.000 Mann sich jetzt Alarich angeschlossen haben. Und dazu gehörten auch 12.000 Mann, die Stilicho von Radagaist übernommen hatte, nachdem er ihn besiegt hatte. Also die Römer sind einfach keine, wie sagt man, Gewinner der Herzen. Ja, man muss sagen, bei all den Betrügereien, die jetzt Goten, Vandalen und Hunden gemacht haben, waren die Römer selbst auch nicht besser als Vertragspartner. Alarich hat daraufhin mit Honorius verhandelt, weil er einen neuen Vertrag haben wollte, er will halt Rechtssicherheit, doch
Honorius hat sich geweigert, die Bedingungen von Alarich anzunehmen, woraufhin dann Alarich wieder nach Italien gezogen ist. Im Jahr 410 hat er es dann geschafft, Rom zu erobern und auch die Schwester des Kaisers zu erbeuten. Ihr Name war Galla Placidia. Das konnte jedoch nicht die Probleme lösen, die die Goten hatten, denn das Problem war, ihre Lebensgrundlage war einfach nicht gesichert und sie brauchen einfach Versorgung. Und die konnte man sich jetzt nicht einfach so verschaffen, also man konnte nicht die ganze Zeit ewig plündern, weil irgendwann geht ja auch die Puste aus und irgendwann siegst du dich zu Tode und das heißt, man will klare Verhältnisse. Das heißt, man hat wieder verhandelt mit Ravenna, wo der Kaiser inzwischen hingezogen war. Diese Verhandlungen sind auch gescheitert und Alarich hat daraufhin seine Forderungen heruntergeschraubt, weil ich dachte, okay, vielleicht verlange ich zu viel, verlange ich mal ein bisschen weniger. Doch in Ravenna hat man es dann als Schwäche gesehen und ließ die Verhandlungen wieder scheitern. Daraufhin ist dann Alarich nach Rom gezogen und hat in Ostia, also der nahegelegenen Hafenstadt, die Getreidelieferungen aus Afrika erbeutet, mit denen eigentlich Rom versorgt werden sollte. Daraufhin hat er dann mit dem Senat in Rom verhandelt und hat es geschafft, dass der Senat den Stadtpräfekten Attalus zum Kaiser ausgerufen hat. Was auch eine sehr interessante Entwicklung ist, weil diesmal jetzt ein Barbar dafür gesorgt hat, dass ein Kaiser ausgerufen wird. Das ist eine Neuerung im Prinzip. Aber er hat halt einfach Rom praktisch dazu gezwungen, weil er ihre Getreidevorräte beschlagnahmt hatte. Genau. Daraufhin hat dann dieser neue Usurpator Attalus Alarich zum Heermeister erhoben, aber gleichzeitig auch guten feindliche Männer begünstigt, was natürlich Alarich nicht gefallen hat. Daraufhin hat sich Attalus dann bereit gemacht, Afrika zu erobern, um halt Italien zu sichern. Denn du kannst Italien nur halten, wenn du Afrika hast, weil du ja das Getreide aus Afrika brauchst. Das Problem hatten wir ja bei der Bananenserie sehr ausführlich. Mhm. Er hat sich aber geweigert, Alarich mitzunehmen, denn er hatte das Problem, wenn er die Goten mitnimmt, könnten sie sich ja in Afrika festsetzen und brauchen dann ihn und den Senat nicht mehr. Andererseits, wenn er die Goten nicht mitnimmt, ist er zu schwach, um Afrika zu erobern. Aber ohne Afrika, wie gesagt, kann er sich ja nicht halten. Und deshalb, nach dieser Misere, ist dann Alarich gekommen, hat ihm sein Diadem wieder weggenommen und ist zu Honorius geschickt, um auf dieser Grundlage wieder mit ihm zu verhandeln. Jedoch sind die Verhandlungen wieder gescheitert und Alarich zog wieder nach Rom. Diesmal wurde die Stadt eingenommen und ordentlich geplündert. Nur wenig später zog Alarich dann ab, denn das Versorgungsproblem war ja immer noch da, und dann im selben Jahr ist er dann gestorben. Diese Plünderung Roms, 410, war übrigens auch eine sehr bekannte Plünderung, sehr einschneidend. Und das wurde gleich auch von mir kurz in der Vandalenserie erwähnt. Das hat dann natürlich Zeitzeugen gefragt, ja okay, wie konnte es so weit kommen? Und da gab es zum Beispiel auch einige christenfeindliche Heiden, die gesagt haben, ja, weil wir halt nicht mehr die alten Götter anbeten und so weiter, ganz viele Konfliktlinien. Und das hat dann dafür gesorgt, dass dann später der Kirchenvater Augustinus dann sein Werk über den Gottesstaat verfasst hat. Weil das wurde nämlich dann an der Frage eben entzündet, wie kann sowas Schreckliches passieren, wo wir doch eigentlich christlich sind und so weiter. Grundlage oder der Anstoß für diese Überlegungen war eben diese Plünderung Roms 410. Ja, vielleicht hätten sie sich ein wenig christlicher verhalten sollen. Ja, stimmt. Der Nachfolger des gerade verstorbenen Alarich wurde dann sein Schwager Arthaul. Dann im Jahr 411, also ein Jahr später, erhob sich dann in Gallien ein gewisser Jovinus zum Kaiser, also wieder ein Usurpator. Das ist der fünfte heute, oder? Ich habe nicht mitgezählt, aber ja, also für einige. Und das wirklich in sehr wenigen Jahren. Der das war den Mode damals. Ja, der hat sich daraufhin mit Arthaul verbündet und wollte jetzt mit ihm Italien erobern. Arthaul aber ist jetzt nach Norden marschiert, nach Gallien, wahrscheinlich weil er wusste, dass man sich jetzt nicht so einfach in Italien festsetzen konnte. Jovinus hat dann daraufhin seinen Bruder zum Mitkaiser erhoben, ohne Arthaul zu konsultieren. Das hat natürlich Arthaul nicht gefallen, weil man ist ja verbündet, da muss man solche wichtigen Sachen ja absprechen.
Und daraufhin hat dann Arthur auf den Usurpator fallen gelassen und man hat sich jetzt wieder an den legitimen Kaiser gewandt und hat jetzt angeblich von den kaiserlichen Leuten Gallien als Siedlungsland zugesagt bekommen. Die Usurpation wurde auch ziemlich rasch niedergeschlagen, doch Honorius brach sein Versprechen unter dem Vorwand, dass er erst seine Schwester Galla Placidia ausgeliefert haben wollte. Auf einmal erinnert er sich an seine Schwester. Naja. Daraufhin wurde Südgallien natürlich von den Goten verwüstet, weil man sich ein bisschen verarscht vorgekommen ist. Und Artaulf hat jetzt Galla Placidia geheiratet. Honorius war eher weniger begeistert. Ja, auf diese Weise wollte er wahrscheinlich nicht zu einem Schwager kommen. Letztendlich wurde dann Artaulf besiegt und starb dann im Jahr 415 an einem Mordanschlag. Galla Placidia wurde daraufhin befreit und einem gewissen Constantius verheiratet. Also sehr lang ist er nicht unbemannt geblieben. Und dieser Constantius wurde dann von Honorius zum Mitkaiser gemacht. Wurde aber übrigens vom Osten wiederum nicht anerkannt. Das heißt, für die Oströmer war er ein Usurpator, während er von Honorius ein legitimer Kaiser war. Weswegen es auch wieder fast zum Bürgerkrieg gekommen ist. Aber ein Jahr später ist auch Constantius wieder gestorben. Also, aber Honorius war in den Augen des Ostens ein legitimer Kaiser. Genau, und er hat sich an Mitkaiser erhoben und der Osten hat gesagt, nee, den akzeptieren wir nicht. Aber war das nicht das Recht eines Augustus, einen Cäsar zu ernennen? Theoretisch ja, aber praktisch führst du dich dann immer auf und sagst, ja, vielleicht ist mehr Konsultationen. Als Nachfolger von Artaulf wurde dann ein gewisser Valia zum neuen Gotenkönig gewählt. Eigentlich wollte man den Kampf dann gegen die Römer fortführen und ist dann zur Iberischen Halbinsel gezogen, um dann von dort nach Afrika überzusetzen. Denn Afrika war ja sehr attraktiv, es war ja sehr reich, wie dann später die Vandalen festgestellt haben. Aber den Goten wiederum ist es damals misslungen, nach Afrika überzusetzen, weshalb sich dann wieder den Römern unterstellt haben. Denn sie hatten ja immer noch diese Versorgungsprobleme, die sie einfach nicht lösen konnten. Das hatten wir ja auch kurz in der Vandalen-Serie auch schon erwähnt. Die Römer wiederum haben jetzt die Goten, die sie wieder unter Vertrag hatten, jetzt gegen die Vandalen und Alanen losgeschickt. Das hatten wir auch schon besprochen. Und den Goten ist dabei gelungen, die Silingen und die Alanen praktisch zu vernichten, sodass dann deren Reste sich den Hastigern unterstellen mussten. Kennen wir ja schon. Derweil wurden dann die Goten wieder abgezogen und dann im Jahr 418 durften sie sich tatsächlich endlich in Südgallien ansiedeln. Das war praktisch der Dank und die Gegenleistung der Römer für die militärische Hilfeleistung der Goten gegen die Vandalen. Valia starb im selben Jahr, das heißt, er konnte diese Ansiedlung nicht mehr selbst miterleben, aber die Westgoten konnten sich endlich fürs Erste zur Ruhe setzen. Ein bisschen Krieg wird es trotzdem noch geben, aber wenigstens haben wir jetzt ein Stück Siedlungsland. Okay, das ist das Ende dieser sehr turbulenten Folge mit sehr vielen Vertragsbrüchen, sehr vielen Seitenwechseln und Usurpationen. Und nächste Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Reich der Westgoten in Südgallien. Dann geht's auch ein bisschen ruhiger zu als heute. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt doch ein Trinkgeld zu. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja, das war ein bisschen sehr extrem. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon langsam Angst bekommst, dass ich deinen Posten usurpiere und den Erzählteil übernehme. Aber es ist eigentlich schrecklich, wenn eigentlich
überhaupt keine Vertragssicherheit besteht und du eigentlich nie sicher sein kannst, ob der andere sich dran hält, weil immer wenn es irgendwie günstiger geht, dann soll er sagen, ach ja, jetzt doch nicht. Oder wenn halt einer stirbt. Es ist ja, aber letztlich ist das ja dann nur ein Anlass, oder? Was ich nicht verstanden habe, als dann dieser Rufinus leider verstorben ist, ist Alarich praktisch, hast du gesagt, wieder zum Rebellen geworden, aber hätte er nicht genauso sagen können, ich bin weiterhin daran interessiert, den Vertrag fortzuführen. Ja, dann vielleicht behandeln müssen. Es ist die Frage, wie du das logistisch hinkriegst, wann du davon erfährst, dass er tot ist oder ob dann wieder die Römer reagieren. Ich habe jetzt die Details nicht genau gelesen, wie das jetzt war, ob man jetzt im Osten auch kein Interesse gehabt hat oder ob man sich also es ist schwierig. Also zuerst wahrscheinlich ist halt da, kriegt er die Nachricht, okay, er ist tot und du weißt, du bist plötzlich wieder niemand und hast keinen sicheren Status und dann das Problem ist, du musst die ganze Zeit deine Leute versorgen und nachdem du ja ein Fremder in dem Land bist und die Bürokratie dir nicht gehorcht, bist du eigentlich fast gezwungen zu plündern. Deswegen, was das ja auch ein Grund war, dass die Römer überhaupt den als Vertragspartner in Betracht gezogen haben, dass sie einfach gesehen haben, ja okay, ich meine, dem war ja bewusst, was da passiert und dass er auch gar nicht anders kann. Ich meine, gefallen hat sie sicher nicht, aber ja, ist halt das Problem, wenn du halt dieser Fremdkörper bist und der Vertrag nichtig wird, dann hast du keine Versorgung mehr. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, bei Verträgen zwischen zwei so Völkern gibt es sowieso keine übergeordnete Instanz, die man anrufen könnte, wenn eine Seite vertragsbrüchig wird. Ja, stimmt. Ja, das ist im Prinzip heute auch nicht so unähnlich. Ja, wenn dann mächtige Staaten einfach sagen, interessiert mich nicht, dann ja, kannst du nichts machen. Oder um deinen Kommentar zu zitieren, er nutzte eine aggressive Marketingstrategie. Ich möchte behaupten, dass ich niemals einen derartigen Kommentar gemacht habe. Wir können es ja nachhören. Ich bleibe bei meiner Behauptung. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Vandalen, Folge 1. Alarich hat jetzt das Römische Reich angegriffen und die Balkanprovinzen bis einschließlich Griechenland geplündert. Eine aggressive Marketingstrategie. Genau, könnte man so nennen.